Update Mallorca, das Wochenende naht und auch unsere Informationen aus Mallorca nahen dann. Und ja, fast frühlingshafte Temperaturen auf Mallorca. Wunderschönen guten Tag, Klaus Vorbrot. Das mit den Temperaturen, hallo und guten Tag, gilt allerdings wirklich nur, wenn die Sonne draußen ist. Es gibt im Moment wieder diese etwas merkwürdige Situation für die Stunden ohne Sonne, sprich also nachts, gibt es tatsächlich eine Wetterwarnung hier. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass hier eben Minusgrade eine ganz andere Dimension haben, als das in anderen Regionen Europas ist. Das heißt, wir haben im Moment nachts tatsächlich Temperaturen, die bis -4, -5 Grad runtergehen können. Grund genug für den Wetterdienst, eben eine Warnung auszusprechen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, sobald die Sonne da ist, dann zeigt sie sich auch viele Stunden am Tag. Jetzt in dieser Woche so 14, 15, 16 Grad, aber zum Wochenende sagen die Wetterfrösche 18 Grad wieder voraus. Also sonnig auf Mallorca. Wie sonnig sieht es denn in Sachen Corona aus? Hat sich da wieder was getan? Sind wir da auf einem, sage ich jetzt mal, absteigenden Ast wieder? Also sind wir auf jeden Fall. Man sieht seit einer guten Woche, fast 10 Tagen inzwischen, dass die täglichen Neuansteckungswerte runtergehen. Die Inzidenz geht auch runter, immer noch auf höchstem Niveau, aber sie geht runter. Der berühmte R-Wert, der ja mal anzeigt, wie viel eine Infizierte oder ein Infizierter, wie viele andere Menschen, die noch anstecken, der liegt konsequent unter 1. Also auch das ein deutliches Indiz dafür. In den Krankenhäusern nach wie vor keine Panik. Trotzdem natürlich viel los, auch auf den Normalstationen. Aber auch hier geht man davon aus, dass jetzt tatsächlich der Höhepunkt der Welle erreicht ist. Das sagt auch die Gesundheitsministerin. Und wenn man einmal übers große Wasser schaut, dann sieht man ja zum Beispiel, dass die Katalanen ja alle Corona-Begrenzungen, was 3G und Co. angeht, heute mit dem heutigen Tag fallen lassen und wieder dort noch ein Stück mehr Normalität wieder zurückkommt. Hier auf den Balearen gelten diese Regeln ja zunächst bis 28. Februar. Aber auch hier werden die Stimmen der Expertinnen und der Experten lauter, die sagen, eine nochmalige Verlängerung dieser zum Beispiel 3G-Regel, die ja dann nicht nur in der Gastronomie, sondern eben auch im Kino, im Fitnesscenter, in Seniorenheimen und so gilt, dass man eine nochmalige Verlängerung nicht braucht. Danach sieht es tatsächlich momentan wohl aus. Ab 1. Februar soll es ja dann auch allgemein noch einfacher werden zu reisen, beziehungsweise auch nach Mallorca zu reisen. Mit welchen Änderungen kann ich denn dann rechnen ab dem 1. Februar? Also es handelt sich ja hier ganz klar um eine europäische Vereinbarung, so wollen wir es mal nennen. Die EU-Kommission um Ursula von der Leyen hatte ja schon vor mehr als 2 Monaten einen genau so lautenden Vorschlag gemacht. Jetzt scheinen sich alle EU-Staaten darauf verständigt zu haben. Man darf mal gespannt sein, ob es auch wirklich alle jetzt dann in nationales Recht umwandeln. Die Regel, die neue, sieht vor, diese derzeitige Empfehlung, dass es völlig egal ist, wo meine Reise beginnt. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Wir erinnern uns, jedes Land hatte ja so seine speziellen Regelungen, auch beim Thema innerhalb der EU, was Reise angeht. Das soll jetzt dahingehend vereinheitlicht werden, dass es eben völlig wurscht ist, aus welchem Land ich wohin reise, sondern es geht ausschließlich um meinen Status, der über dieses EU-Zertifikat eben nachzuweisen ist. Entweder ich bin doppelt geimpft, dann gelte ich als vollständig geimpft, oder ich bin getestet, dann brauche ich einen PCR-Test, der nicht älter sein darf als 72 Stunden, oder einen Schnelltest, der nicht älter sein darf als 24 Stunden. Oder eben, ich gelte als genesen. Und jetzt wird es spannend. Diese EU-Regel sieht eben vor, 180 Tage gilt dieser Status. Man ist genesen. Das würde also in einem halben Jahr entsprechen. Jetzt wissen wir ja, dass in Deutschland gerade die Regel verkürzt wurde auf 3 Monate. Man darf also mal gespannt sein, wie das dann tatsächlich gehandhabt wird. Eigentlich ab nächster Woche schon. Wir behalten das mal im Auge. Also da wird es einfacher. Schauen wir ein bisschen uns um auf Mallorca im Moment. Jetzt haben wir gerade Ende Januar, wir gehen in den Februar. Wie sieht es denn flugtechnisch überhaupt aus? Da ist ja hier und da der ein oder andere Flug doch jetzt wieder rausgestrichen aus dem Programm. Das hat ganz sicherlich mehrere Gründe. Die Condor hat das ja diese Woche sogar mit einer offiziellen Pressemeldung wissen lassen. Viele andere machen es eben auch. Das hat verschiedene Gründe, ganz sicher, dass der Flugplan im Winter jetzt nochmal, das ist auch keine Mallorca-spezifische Erscheinung, das sehen wir überall, Flugplan zusammengestrichen wurde. Zum einen wissen wir ja, dass die Kreuzfahrer wieder Probleme haben und reihenweise Kreuzfahrten abgesagt werden. Das heißt also, die Zubringer und die Abholer sind einfach nicht mehr erforderlich. Zum zweiten sehen wir aber auch, dass, und das trifft ja nicht nur in
in Spanien zu, sondern auch in Deutschland, dass viele Menschen derzeit in Quarantäne sind. Die sind dann nicht alle krank. Gott sei Dank haben die meisten ja keine Symptome oder nur leichte. Aber man kann eben nicht verreisen damit, wenn man in Quarantäne ist. Und die, die nicht in Quarantäne sind, die kriegen eben keinen Urlaub, weil sie die anderen vertreten müssen, die in Quarantäne sind. Deswegen allgemein im Moment dünnes Aufkommen, was Flüge und Flugbuchungen angeht. Und das führt eben auch dazu, dass die Destination Mallorca etwas weniger bedient wird. Also wer vorhat, in den nächsten Tagen oder Wochen zu fliegen, lieber einmal öfter den Status bei der jeweiligen Airline, bei der man gebucht hat, checken, damit man nachher nicht böse überrascht wird am Flughafen. Jetzt ist ja gerade nicht ganz so viel los auf Mallorca. Ist das auch unter anderem ein Grund, warum die Sawyer-Bahn jetzt auch dann erst ab März fährt, beziehungsweise eingeschränkt fährt? Ja. Das ist ganz sicherlich ein Grund, das ist eben nichts los. Das trifft eben auch zu, wir haben ja vorige Woche darüber gesprochen, das Palma Aquarium ist geschlossen zum Beispiel und eben auch für diese Bahn, die zwischen Palma und Sawyer verkehrt, ist das Aufkommen im Moment wirklich nicht groß genug, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Deswegen wird die Winterpause einfach verlängert bis in den März rein. Das gilt nicht für die Straßenbahn, die dann zwischen Sawyer und Port de Sawyer fährt. Die nimmt in der nächsten Woche planmäßig den Betrieb wieder auf. Aber eben diese Holzeisenbahn, dieser Traditionszug, der verkehrt erst ab März wieder. Und dann hoffen natürlich alle, dass entsprechend die Nachfrage dann auch wieder größer ist. Sonnige Aussichten nicht nur beim Wetter, sondern auch für die Insel Cabrera, die Baleareninsel. Und die kann man ja von Mallorca auch ziemlich einfach und gut und schnell erreichen. 30, 40 Minuten Fahrzeit mit dem Schnellboot. Und da gibt es jetzt ordentlich Geld. 10 Millionen Euro. Wofür bekommen die 10 Millionen Euro da? Also bekannt war es schon länger, jetzt hat Madrid das nochmal offiziell bestätigt. Das ist eben Geld, das nicht hier von den Balearen kommt, sondern das aus Madrid zugeteilt wird. Und es geht natürlich ganz klar um Naturschutz und um verschiedene Projekte, die dort unterstützt werden sollen. Übrigens auch ein Teil des Geldes, der dafür eingesetzt wird, dass es Mechanismen gibt, die kontrollieren, dass das Restgeld richtig eingesetzt wird. Auch ein wichtiger Aspekt dabei. Und wir wissen ja alle, dass dieser wunderschöne große Naturpark, der ja der erste war überhaupt, der sowohl Festland als auch Wasserfläche umfasst, dass dieser Naturpark eine ganze Menge an Themen hat, die wichtig sind. Da geht es nicht nur um verschiedene Pflanzen und Tierarten, sondern es geht tatsächlich darum, dieses Ökosystem im Mittelmeer aufrechtzuerhalten und in Funktion zu behalten. Und es gibt, wie gesagt, ganz viele Projekte, für die das Geld kommt. Und natürlich freuen sich alle Verantwortlichen hier auf den Balearen, ganz besonders eben dort die Naturparkleitung, dass jetzt auch aus Madrid grünes Licht da ist und dass diese 10 Millionen in einzelnen Etappen fließen können dann. Ich bin ja auch selber schon auf der Insel gewesen, wunderschön wirklich da einen ganzen Tag zu verbringen und die Burgruine oder auch wirklich da dieser Nationalpark, der einmalig ist meines Erachtens nach. Jetzt ist es ja so, dass diese Baleareninsel, die relativ unbekannt ist und die aber von Mallorca aus quasi ja im Prinzip verwaltet wird. Ist das richtig? Das ist so tatsächlich und es gibt ja auch eine Begrenzung zum Beispiel, weil es eben ein Naturpark ist. Ist es also nicht so, dass da jeder einfach nur so hin kann. Da dürfen zum Beispiel keine Schiffe ankern davor, um eben das Seegras da nicht zu beschädigen. Es gibt da Einschränkungen, auch was die Tageshöchstzahl an Touristen, die sich das mal anschauen wollen, betrifft und so. Da ist man sehr sensibel geworden. Das war vielleicht nicht immer so, aber in den letzten Jahren auf jeden Fall ist man sehr sensibel geworden, weil man eben dieses hohe Gut, nicht nur die Pflanzen und Tierarten, sondern in Summe dieses Ökosystem, das, wie gesagt, eben einer der wenigen Naturparks, die Festland und Wasser umfassen, dass man dieses System schützen will auf jeden Fall und das auch mit dem Blick darauf, dass ja in Summe der Tourismus weiter wächst. Da will man eben aufpassen, dass es dort nicht zu Schädigungen kommt, die man später nicht mehr reparieren kann. Also mit Sicherheit auch gut eingesetzt, diese 10 Millionen Euro für ein Projekt, was auf jeden Fall auch die Nachhaltigkeit der Balearen da auch nochmal unterstreicht und unterstützt. Ja, jetzt ist es ja auf Mallorca gar nicht, oder ist ja im Moment ziemlich wenig los. Was macht man denn im Moment so? Sie sitzen jetzt oder Sie stehen gerade vor dem wunderschönen Nachmittag. Was macht man im Moment? Ist ja ziemlich, wie gesagt, ruhig eher da. Ja, Menschen wie ich vertreiben sich die Langeweile durch so komische Sachen wie Arbeiten zum Beispiel tagsüber. Aber wenn man jetzt eben hier ist und Urlaub macht, dann hat man nahezu die Strände für sich allein. Man kann wunderschön wandern gehen, man kann Fahrrad fahren, man kann sich aussuchen, ob man in den Bergen wandern gehen will, ob man am Strand wandern gehen will.
In Palma selber läuft im Moment der Schlussverkauf. Wer also mal Lust hat auf einen Shopping-Tag, der kann das auch tun. Die Rebajas, wie das ja hier heißt, sind schon in der zweiten Stufe, also noch mal ein paar Prozentchen mehr, die es drauf gibt jetzt, wenn man ein paar Schnäppchen schlagen will. Und so kann man die Zeit gut rumkriegen. Mittags sich in die Sonne setzen, ein bisschen zugucken, was so auf dem Wasser los ist oder eben in den Bergen, je nachdem, wo man ist. Dann abends, je nachdem, auch da ist, es gibt ja alle Möglichkeiten, was Gastronomie, Kunst und Kultur und so angeht. Man kriegt die Zeit also schon rum und vor allen Dingen die Menschen, die dauerhaft hier sind, die wissen das sehr zu schätzen, wenn es eben auch mal ein bisschen ruhiger ist hier. Genau, also ich habe auch viele Stimmen gehört, die das sehr, sehr zu schätzen wissen und die Insel auch jetzt momentan wieder ganz anders erleben und viel mehr, viel intensiver auch genießen können. Also für alle die, die jetzt sagen, Mensch, was macht man denn da so? Man hat jede Menge zu tun und man kann das auch einfach mal genießen, dass gar nicht so viel los ist. Und ich glaube, das macht diese Zeit im Moment auch richtig aus. Und ja, mit diesen Worten, glaube ich, kann ich mich jetzt hier verabschieden. War kurz und knackig heute, aber ich glaube, wir haben wieder viel mitbekommen und einiges auch an Informationen mit auf den Weg bekommen fürs Wochenende. Ich wünsche ein schönes Wochenende, eine schöne nächste Woche und freue mich dann auf die nächsten Informationen aus Mallorca. Dankeschön, gleichfalls und sonnige Grüße aus Palma. Tschüss.